Alle reden immer über die Klimakrise, aber wer macht eigentlich was aktiv dagegen? In Deutschland entstehen 1/5 der CO2-Emissionen im Verkehr. Und eine neue Studie, die die Klimaallianz in Auftrag gegeben hat, hat herausgefunden, würden wir nur 10% des Autoverkehrs auf die Schiene verlagert bekommen, könnten wir damit jährlich 19 Milliarden Euro und 5,8 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das heißt, klar, wir müssten Geld in das Schienennetz investieren, aber wir kriegen es in Geld und eingespartem CO2 wieder zurück. Aber was bedeutet das eigentlich? Mehr Belastung für die Schiene, mehr Züge, höhere Taktung. Was hat das für Auswirkungen auf die Leute, die tatsächlich tagtäglich daran arbeiten? Genau deswegen bin ich heute bei der Hamburger Hochbahn und ziehe mir mal so ein paar Ausbildungsberufe rein und mache hier ein kleines Mini-Tagespraktikum, um herauszufinden, was für Arbeit geht eigentlich da rein, diese Züge instand zu halten, das Schienennetz sozusagen bei dieser hohen Taktung aufrechtzuerhalten. Dieses Video ist Teil einer Miniserie, die in Kooperation mit der Klimaallianz entstanden ist, wo wir uns einige spannende Berufe anschauen, die heute schon was fürs Klima tun. Falls ihr euch also dafür interessiert, vielleicht mal eine Ausbildung anzufangen oder irgendwie mit den Fachkräftemangel zu bekämpfen, schaut euch die ganze Serie an, Playlist haben wir euch hier oben verlinkt und ich würde sagen, ich steige jetzt mal ein, mach mir die Hände schmutzig und repariere ein paar Züge. Für euch, für Hamburg, für alle. Los geht's. Irgendwer muss ich ja machen. Erster Tag, ich bin bereit. Outfit ist am Start. Moin. Moin. Hallo. Also. Tag, moin, ich bin Finn. Niklas, hallo, wie geht's? Nico. Alles gut bei euch? Wir haben dir hier schon mal was mitgebracht. Oh, ich brauche noch mehr Arbeitskleidung. Eine Anschlusskappe und Handschuhe. Oh. Die kannst du heute gut gebrauchen. Das ist aber keine normale Käppi, oder? Die hat ein bisschen mehr Bums als meine, ja, ja. Falls genau. Man den Kopf stoßt, dann soll man auch sicher sein. Ah ja, das ist aber nicht schlecht. Das ist ein Mix aus Helm und Käppi. Finde ich ganz modisch auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen jetzt rüber in die Werkstatt und machen ein bisschen... Genau, wir nehmen dich mit. Wir arbeiten. So wie ihr braucht ja dringend arbeiten. Hilfe von mir heute. Richtig. Ja. Und deswegen würde ich sagen, reparieren wir mal ein paar U-Bahn, oder? Die Jungs nehmen mich mit in die Werkstatt und lassen mich schon mal Hand anlegen. Mal schauen, ob das gut geht. Und genau, hier spielt sich das meiste von der ganzen Hochbahn ab. Genau, das ist quasi das Untergestell einer U-Bahn. Ja, ja. Das heißt, das wird auch nachher noch mal in eine U-Bahn eingebaut oder wurde aus einer U-Bahn ausgebaut? Es wird jetzt aus einer U-Bahn ausgebaut. Ja. Wie kann ich euch denn hier zur Hand gehen? Was kann ich für euch tun? Wir müssen demontieren. Einmal unseren fetten Schrauber. Okay, der hat Druck auf jeden Fall. Ansetzen und dann mal kräftig drücken. Also das kriege ich, glaube ich, auch noch hin. Ordentlich. Guck mal hier. Das heißt, die Dämpfer, die habe ich jetzt hier abgeschraubt, die werden dann nachher nochmal abgenommen oder was passiert? Die werden abgenommen und dann einmal gereinigt und einmal gewartet und danach werden sie wieder eingebaut. Ist das das ganze Teil hier? Ja. Boah, okay. Ja. Schwer, ist klar. Einmal hier auf die Palette drauf. Leicht ist nicht. Hier kann man Mechatroniker oder Industriemechaniker werden. Aber was ist da eigentlich der Unterschied und warum haben sich die drei dafür entschieden? Wie habt ihr euch für die Ausbildung entschieden? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das gerne machen wollt? Also bei mir Mechatroniker ist ja wie gesagt der... Das gemischt aus Elektronik und Mechatronik, aus Elektronik und Mechanik. Und ich bin da drauf gekommen, weil mein Opa hier früher mal gearbeitet hat. Ach, Tatsache. Als Busfahrer tatsächlich. Und ich mochte halt immer schon irgendwie elektronisch und mechanisch irgendwie zusammen. Und das war halt der perfekte Ergänzung. Ne? Mir zum Beispiel gefällt Elektronik gar nicht. Deswegen ist Industriemechaniker die richtige Wahl. Also tatsächlich war das bei mir so, dass ich immer schon was Technisches machen wollte. Sei es jetzt am Flugzeug, an der Bahn, aber nie so in Richtung Auto. Was ist der mindeste Schulabschluss, den man dann dafür braucht, wenn man anfangen will? Das kann man mit einem sehr guten Hauptschul- oder guten Hauptschulabschluss alles. Was verdient man so als Auszubildender? Im ersten Lehrjahr sind das, glaube ich, jetzt 1213 Euro brutto. Mhm. Wir sind jetzt im zweiten Lehrjahr bei 1260. Habt ihr schon eine ungefähre Ahnung, was ihr bekommt, wenn ihr dann quasi vollwertig ausgebildet seid am Anfang? Um die 2,9 bis 3 können wir ungefähr. 2,9 bis 3 brutto. Ja. Jetzt geht's ins Heilige Reich. Unter die U-Bahn. U-Bahn sozusagen. Unter U-Bahn. Boah, das ist echt krass von unten. Ich finde das ein heftiges Gefühl, so eine riesige Maschine. Das heißt, das, was wir eben auseinandergeschraubt haben, die Dämpfer sind zwischen diesen riesigen Rädern. Das ist auch so ein bisschen euer Reich hier unten als Industriemechaniker. Seid ihr öfters mal hier drunter und könnt quasi die ganze U-Bahn auseinanderschrauben sozusagen. Ein Großteil findet hier unten statt. Das heißt, wenn ihr quasi anfangt, lernt ihr auch erstmal das ganze Ding, die ganze Maschine eigentlich irgendwie kennen. Also ja, wir müssen erstmal selber Hand anlegen. Bei uns ist das so cool, dass wir erstmal hier rangeführt werden und erstmal gesagt wird, mach, bau das erstmal, montier das auseinander. Jetzt sieht es so unübersichtlich aus, weil es auch viel Dreck dran ist und sonst was. Aber wenn man es erstmal demontiert hat und gewaschen hat, dann hat man ein besseres Bild. Weiß man sofort, welche Schraube wohin kommt. Ja. Bisschen wie bei IKEA-Möbel.
Übermacht den Meister, würde ich mal sagen. Ja, ja. Aber finde ich cool, was du sagst. Es ist mehr Learning by Doing, es ist weniger, ihr setzt euch jetzt, ich sag mal, stumpf in ein Klassenzimmer und müsst zuhören, wie die ganzen Teile sind, sondern ihr packt quasi an und lernt dadurch, wie die Bahn eigentlich zusammengebaut ist. Das ist eigentlich verrückt, wenn man sich reinzieht, was da reingeht, dass überhaupt die U-Bahn in Großstädten die ganze Zeit fahren können. Das ist ja jetzt nur ein Wagen von Hunderten, die ganze Zeit im Verkehr sind. Und während die quasi den ganzen Tag ja unterwegs sind, kommen sie dann immer mal wieder hier in die Werkstatt rein und werden dann von unten repariert, damit es weitergehen kann. Also finde ich verrückt, sich das mal vor Augen zu führen, was für eine Arbeit da reinfließt, dass ein ÖPNV in der Stadt auch weiterhin funktioniert. Die Jungs kennen die U-Bahn echt in- und auswendig. Oder eher unterwendig. Dabei ist es wirklich wichtig zu wissen, was man anfassen kann und was nicht. Denn wenn die Bahn auf Spannung steht, herrscht Lebensgefahr. Ein falscher Griff und alles ist vorbei. Wir haben uns ein bisschen das Industriemechanische angeschaut oder vielmehr von der Mechanik, und das hier ist jetzt dein Reich. Nee. Genau, das ist ein Teil meines Reiches, weil wir sind ja prozentual nur Elektriker. Ja, ja. Also das sieht jetzt aus, als hätte es mehr Sicherung als ein ganzes Mehrfamilienhaus. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so viel Elektrik auch in diesem Fahrzeug drin. Wir haben das Glück, das Fahrzeug fragt jeden einzelnen Schritt auch ab, dass wirklich, bevor das Fahrzeug überhaupt losfahren kann, wird hier eben alles abgefragt, um zu prüfen, ist das in Ordnung, funktioniert das? Können wir im Notfall eine Notbremse machen und alles drum und dran. Das ist also wirklich alles über diese Steuerung geregelt. Das heißt, der Zug fährt komplett elektrisch. Der hat jetzt keinen Dieselmotor eingebaut oder tankt Benzin oder so. Was wir uns gleich mal angucken können, wir haben hier einmal unsere Stromabnehmer, nennen wir die. Die sind an der Schiene, das wir später einmal zeigen können. Ich kann die mal wegschieben. Setzen Sie dich unter die Schiene und durch das Metallstück. Jetzt dürfen wir sie anfassen, nochmal kurz, weil jetzt auch das Erdungskabel drauf ist. Ja. Und der Schuh keine Spannung hat, das heißt, das Kabel von 750 Volt nicht an den Stromabnehmer angeschlossen ist. Okay, also wenn ich das jetzt anfasse, gehe ich nicht sofort drauf? Nee, sehr gut. Wir sind hier drauf gesteckt, das heißt geerdet. Normalerweise werden hier dann eben die 750 Volt reingesteckt. Hm. Dann hat er in der Halle Spannung, außerhalb der Spannung, heißt im Schienennetz, kriegt er darüber seine Spannung. Das heißt, es wird an der Stromschiene angesetzt. Das ist quasi diese Leiste, die man neben der Schiene sieht sozusagen. Genau. Da hakt er sich ein und zieht dann da seinen Strom. Genau, er schleift an dem, deswegen heißt das Schleifstück, schleift an dieser Schiene dran und kriegt dadurch dann eine 750 Volt. Und dadurch halt eben die Spannung, die er braucht zum Fahren. Beunruhigt dich das nicht, dass du manchmal hier stehen könntest und es ist, wenn Spannung drauf ist, Lebensgefahr, diese großen Schilder, bist du da gar nicht? Es ist ein kribbeliges Gefühl, sage ich dir. Es ist ein sehr kribbeliges macht Gefühl. Macht das auch einen Spaß an der Arbeit aus für dich? Oder ist das eher ein Gefühl von, oh oh? Es macht Spaß, aber es ist so dieses doppelte Auge, das man mit der Zeit einfach bekommt. Weil ein einziger Fehler, ne, das kann dich hier das ganze Leben kosten. Das ist eine kleine Angstmacherei. Wir sind ja alle auf Sicherheit bekannt, deswegen stehen auch diese roten Schilder immer extra davor. Aber wie gesagt, man muss auch vorsichtig bei der Arbeit sein, weil das kann dir dann eben kosten. Genug geschnackt. Wir kennen den Zug jetzt von unten und die Elektronik. Zeit, uns mal ein Exemplar von drinnen anzuschauen. Das ist ja der heilige Thron. Macht es ihr euch auch manchmal gemütlich, wenn ihr hier rumwerkelt? Dazu sage ich lieber nichts. Das eigentlich Spannendste hier dran sind natürlich die ganzen Knöpfe. Aber auch unser Totmann-Pedal da vorne. Das ist dafür da, um die Fahrgäste und den Fahrer zu schützen. Im Fall, dass der Fahrer bewusstlos wird. Wenn du das jetzt runterdrückst, ist da ein Widerstand. Mhm. Und wenn du den noch weiter runterdrückst, ein zweiter Widerstand. Ah ja. Das Pedal muss vom Fahrer immer bis zum ersten Widerstand gedrückt werden. Ja. Und geht er das Pedal wieder nach oben, so wird der Zug notgebremst. Und geht er über diesen Widerstand hinaus, wird der Zug auch notgebremst. Aber man darf nur bis zum ersten drücken. Genau. Und das muss auch die ganze Zeit gehalten werden. Die ganze Zeit, während der ganzen Fahrt. Genau. Geiles Teil. Ist echt so ein Kindheitstraum, in so einem Ding mal drin zu sitzen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, eine Sache, die man immer so mitbekommt im Sinne vom ÖPNV-Kurs, so dieser Fachkräftemangel, so haben wir genug Leute, das Schienennetz auszubauen, die Strukturen zu erweitern, mehr Züge. Merkt ihr denn diesen Fachkräftemangel auch irgendwie bei euch in eurem Alltag? Habt ihr manchmal zu wenig Leute an der Hand oder würdet ihr sagen, wir brauchen noch mehr? Also bei uns ist das ja ganz schön normal, weil wir immer wieder die Infrastruktur ausbauen und deswegen sich immer wieder neue Arbeitsplätze ergeben. Was ist denn generell vielleicht noch für euch eine schöne Sache? Was gefällt euch besonders gut an eurer Arbeit hier? Auf jeden Fall die Aufgabenvielfalt, also jetzt auch die Abteilung gesehen. Wir haben so, so viele Abteilungen, in denen man arbeiten kann. So, so viele Bereiche und Werkstätten, also sei es jetzt Billstedt, Farmsen oder auch hier. Das ist das, was es ausmacht und es wird auf jeden Fall in der Ausbildung nicht langweilig. Gibt es einen besonders schönen Moment oder irgendwas, wo ihr denkt, so an eurer Arbeit, daran habt ihr jeden Tag Spaß, oder einen Erfolgsmoment, wo ihr sagt, boah geil, dass wir das geschafft haben oder dass ich das erlebt habe oder mitgestalten konnte? Fällt euch da irgendwas ein? Vor der Sache zu stehen, die Sache sich anzugucken und sagen, das war ich.
So, das ist immer das Schönste an dem Beruf. Ich glaube, was Größeres gibt es in dem einfach nicht, wenn du sowas auf der Straße oder nicht auf der Straße, aber auf dem Teamverkehr siehst und du denkst, guck mal, da steht die 424, da habe ich meine Schraube gewechselt. Und wenn jetzt jemand da draußen das Video guckt und denkt, boah, ich hätte auch mal Bock auf so eine Ausbildung, was sollte eine Person so an Interesse mitbringen? Und vielleicht auch schon an Fähigkeiten, wenn man hier anfangen möchte. Ich finde, die Person sollte einfach ein großes Interesse an Technik haben, sollte einfach neugierig sein, was Neues zu lernen und zum Beispiel gar nicht so sehr im Voraus etwas mitbringen, sondern einfach nur das Interesse und die Neugier. Das, was im Technischen ist, und so lernt er dann hier. Also ich habe auch mit sehr wenig Vorkenntnissen angefangen. Also die aus der Physik damals in der Schule, am Abitur, haben quasi noch die ersten Schritte gemacht dazu. Aber so ein bisschen handwerkliches Geschick sollte man mitbringen. Verstehe. Jetzt, wo du mich gesehen hast mit dem Schraubendreher und mal hier mit dem am Hebelding, was würdest du sagen? Habe ich die Grundfähigkeiten erlernt? Könnte ich hier bei euch eine Ausbildung anfangen? Ich glaube, die Grundkenntnisse hast du. Und den Schraubendreher richtig halten konntest du auch. Also sind auf jeden Fall gelegt dafür. Danke, Papa. Sehr gut. Wenn ihr nochmal Hilfe braucht, ruft mich einfach an. Ja? Ist nicht weit. Ich kann jederzeit vorbeikommen und nochmal mit euch ein bisschen hier die Hochbahn pimpen. Und wenn du in der U-Bahn sitzt, dann denk an uns. Ja, sowieso.